Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Es gab ein Update, es ist nicht viel, es ist ein bisschen, aber es ist cool. Und ich hatte gerade, als ich Fallout gestartet hatte, einen Bluescreen, deswegen werde ich ab und zu dahin gucken, um die Werte meines PCs anzuschauen. Die sind aber alle im Normalbereich. Ich habe keine Ahnung, was das war. Vielleicht war mein PC zu lange an, ich weiß es nicht. So. Was war das jetzt? Bethesda. Ihr wisst schon, wie man Bugs fixt und nicht erstellt. Ach Gott. Es ist ein bisschen nervig. Aber nicht weiter schlimm. Erstmal kümmern wir uns um. Was war das denn für ein Move? Hä, wieso? Ich habe ein kleines Problem. Ich wollte euch mein Zuhause ein bisschen anders zeigen. Lauf doch! Oh Gott, ich bin überladen. Kommst du hier hoch? Ich wollte euch eigentlich mein Zuhause anders zeigen. Nicht auf diese Art und Weise. Habt ihr es gesehen? Nicht nachladen. Nein. Habt ihr es gesehen, wie er plötzlich all sein Leben zurückbekommen hat? Findet ihr das nicht unfair? So, ich hatte 4 Fusionskerne. Was habe ich jetzt noch? Nur mal gucken, wie der Verbrauch ist, wenn man ihn so ein bisschen angefasst hat. Ich habe immer noch 4. Okay, gut. Das heißt, wir entleeren ihn nur ein bisschen. Okay, ich dachte schon, er würde ganz verbraucht werden. Wieso bekomme ich eine legendäre Waffe? Schaden wird um 10% erhöht, wenn du mutiert bist. Ist nicht schlecht. Da kann man was zusammenmischen. Ja, Freunde. Mein neues Zuhause. Hier. Ich wollte es euch ein bisschen anders zeigen, aber die Todeskralle hat sich gedacht, ey, komm. Ich brauche mein Leben. Ich hol's mir einfach wieder. Was soll das, Bethesda? Was ist das? Ich bin nicht... Ich hab nichts an. Ich hab nichts an. Und ich werde unsichtbar. Ja. Gut, ich habe noch keine Pflanzen angebaut, oder? Nee, das ist das Einzige, was fehlt. Ich zeige euch mal mein neues Zuhause. Und zwar, ich habe es so sicher gebaut wie möglich. Wir befinden uns jetzt übrigens im ganz normalen PvE-Modus. Einfach nur zum Zeigen und so weiter und so fort. Und ich habe herausgefunden, wie man Türen zuschließt. Das ist so. Nach über 100 Folgen habe ich es gerafft. Das ist wirklich gut. So, hier ist noch nicht viel los. Das gebe ich zu. Das müssen wir doch irgendwie einrichten. Irgendwie werden wir es einrichten. Ja, hier geht es dann hoch. Hier geht es dann quasi in die Tuning Lounge. Ist ein bisschen kacke, dass hier jetzt ein Baum steht. Alle aber keinen Bock, alles umzubauen. Und dann geht es hier hoch. Die Statue habe ich gebaut, die irgendwie... Warum bist du geschädigt? Weswegen seid ihr... Was ist passiert? In Todeskralle wird ja wohl kaum Granaten geworfen haben, oder? Egal. Wieso bin ich jetzt runtergesprungen? Naja, das ist mein Zuhause. Es ist noch nicht viel. Wir müssen noch viel, viel tun. Ach ja, es gibt mal wieder eine Sache umsonst. Die können wir kurz aufhängen. Die Tür mache ich mal zu. So. Und zwar... Hier, ne? Was haben wir denn hier noch? Ah, das Skiland von West Virginia. Alles klar. Eine riesenfette Uhr, die wir uns hier über die Tour packen, weil wenn sie so gut aussieht. Ja. Hier ein Windspiel für draußen, weil es nervig ist. Ne? Jeder braucht etwas Nerviges zu Hause. So. Also,
So ein Ding hätte ich gerne. Und die Karte wäre auch cool. Aber ich muss erstmal den Boden und so weiter machen. Das ist neu. Ja, aber wo ist mein Gratis-Stuff? Ist das hier irgendwo? Wieso habe ich so viele Poster? Das ist ja voll cool. Ja, voll viele Poster. Aber eigentlich suche ich was ganz, ganz anderes. Ich zeig's euch anders. Keine Ahnung, was. Wie fest hasst mich heute. Das ist jetzt komisch. Egal. Atomic Shop. Da. Hier, Möbel. Ja, das ist ein Möbel. Alles klar. Oh, ich hab noch mein Clowns-Kostüm an. Gibt's hier überhaupt Möbel? Nö. Keine Ahnung, ich find's nicht. Ich hab's aber geholt. Fertig. So, mehr wollen wir nicht wissen. Ich muss mich kurz umziehen. Wir werden heute übrigens nicht so viel machen. Ich muss meine Sachen kurz anziehen. Halloween-Schädel. Und. Oder habe ich irgendwas an, was mich unsichtbar macht? Nö. Gar nichts. Wieso ziehe ich die Scheiße wieder an? So, erstmal nackt machen. Da. Ziehen wir mal unsere alten Sachen an. So, laufen wir mal oldschool hier durch die Gegend. Wir können jetzt Sachen umbenennen und wir werden ab und zu mal Sachen umbenennen. Ihr dürft natürlich gerne Namensvorschläge für die Waffen schicken und dann benennen wir sie um. Falls das funktioniert. Wir wissen, Bethesda ist da nicht so gut drin, Sachen funktionieren zu lassen. Da ist meine Waffenwerkbank. So. Wir gucken mal, wie das ist. Ich werde provisorisch mal diesem Ding hier einen Namen verpassen. Werkbankreparatur. Ja, aber wie? Modifizieren? Ey, verarscht mich hier wie fest, oder? Ich kündige hier groß an, ihr könnt euch Namen aussuchen, weißt du? Und dann steht da... Ja, für den Arsch. Ernten? Oder was steht da ganz links? Verwerten wahrscheinlich, ne? Was ist denn das hier für eine Scheiße, sag mal? Ich will meine scheiß Waffen umbenennen. Was wird das denn jetzt? Gegenstand verschrotten, nö. Okay, jetzt weiß ich wenigstens, was das für ein Knopf ist. Wollt ihr mich verarschen, Bethesda? Ihr versprecht mir hier das Blaue vom Himmel? Und dann der Scheiß. Okay, Leute. Wenn ihr wisst, wie man umbenennt, sagt es mir. Ich weiß es nicht. Vielleicht bin ich unfähig dazu. Aber ich sehe hier keine Option zum Umbenennen. Oder es braucht wieder was anderes. Und das wird nicht hier umbenannt, sondern... Was weiß ich wo. Ich habe übrigens Munition gesammelt. Wir haben jetzt 700 Munition. Ach da ist die Werkstatt, die ich gesucht hatte. Ja, da war ich halt die ganze Zeit, habe Munition gefarmt. Und ja, ich habe selbstverständlich gesehen, dass da ein Monitor ist, nachdem ich die Aufnahme beendet habe. So. Gut. Dann machen wir heute doch ein bisschen mehr, als ich euch versprochen habe. Weil ich habe keine Ahnung, wie man Namen umbenennt. Deswegen werden wir einfach mal... war das hier die Hütte, ne? Bed and Breakfast am Bär. Leckobio. Kann ich dahin reisen? Na, war klar. Kann ich gratis zum Bahnhof reisen? Nein, war klar. Ja, dann. Pff,
ist das teuer. Ich habe 1213 Kronkorken. Das ist schon nicht wenig. Aber ich glaube nicht, dass es von da nach da billiger wird. Ja, komm. Wie liegt das? Ah, guck mal, das ist vor kurzem was eingeschlagen. Ich will ehrlich gesagt nicht so viel Geld verschwenden. Wir machen das, wenn wir hier in der Nähe sind. Wir gucken einfach mal, was wir sonst noch so machen können. Ich komme hier komplett durcheinander mit meinen 1000 Spielen, die ich gleichzeitig spiele. Nein, das wollte ich nicht. Nein, ich. Kann man vielleicht hier direkt Gegenstände umbenennen? Oh, ich habe einen Stufenaufstieg, stimmt. So, Stärke. Wir haben noch einiges zu tun. Besitz maximaler Rang im Besitz einer. Wir sind jetzt Stufe 4. Ja, welche Stufe sind wir denn? War das nicht hier irgendwo? 48. Kurz vor 49. Das heißt, mit diesem Punkt hier haben wir noch 3 zur Verfügung. Dann würde ich glatt behaupten, es gibt ja so ein Perk. Ich weiß nicht, wo der war. Aber der lässt uns nicht mutieren. Den würde ich sehr, sehr gerne machen. Oder der lässt uns nicht mutieren. Nicht zurückmutieren. Ich habe keine Ahnung, was ich da rede, Freunde. Ich bin gerade aufgewacht. Kritische Treffer, Vorteil. Tötet. Wisst ihr was? Das ist jetzt kein so überlebenswichtiger Perk. Ich würde einfach glatt behaupten, wir machen erstmal weiter. Und ich werde dann später einfach mal selber gucken. Was halte ich davon? Ist glaube ich fair, ne? So, kann man hier vielleicht umbenennen? Und wieso steht da Kämpfer legen 38, wenn ich 150 zahlen muss? Ich weiß es nicht. So, gucken wir uns mal ein paar Quests an. Defiance ist gefallen. Wir müssen sowieso da unten in die Ecke, ne? Ja. Na gut. Defiance ist gefallen. Die Rakete war schon immer da. Alles klar. Kackbratze liegt hier immer noch. Gut, ich muss nur ganz kurz mal meine Tasche entleeren, damit ich nicht so viel wiege. Eigentlich wollte ich das... Ach, Bifester. Was habt ihr mit meinem Zuhause gemacht? Guckt euch das an. Soll das ein Schatten sein? Wirft der Mond vielleicht einen Schatten auf die Erde? Ich weiß es. Ich habe gar keinen Müll dabei. Was zum Teufel habe ich dabei, das so kacke viel wiegt? Aha, Plasmagewehr der Präzision. Kann eigentlich weg, ne? Also wir brauchen da noch ein paar Module für. So, komm. Kleidung. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum ich so viel wiege. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich ein paar Stunden lang gespielt habe. Aber nicht, warum ich so viel wiege. Hab ich... Ah, ich habe Schrott ohne Ende dabei. Aber höchstwahrscheinlich kein Platz hier drin. Oh doch. Aber ich wiege immer noch so viel. Wovon? Was wiegt denn so viel hier bei mir? Das könnte sein. Ah, klar, ich habe hier noch unzählige Sachen dabei. Vorbei? Nein, habe ich nicht. Egal, Leute. Egal. Wir steigen in unsere Power-Rüstung. Ich will jetzt langsam anfangen. Ich weiß, ich habe hier wieder unnötig viel rumgequatscht und wir haben heute wieder nichts hingekriegt. Aber ich wollte euch mein Zuhause zeigen, noch ein bisschen mit euch quatschen. Bifester nochmal anschreien.
Es geht halt alles nicht in 5 Minuten. Hey, guck mal, ich werde nicht unsichtbar. Cool. Etwas Positives. Wir müssen so oder so hier runter, ne? Oh gut, dann lass uns... Tschüss, Geld! Ich werde dich vermissen. Und ich werde nach der Folge gucken, warum ich so viel wiege. Ich weiß es nicht. Es ist seltsam. Das ist so, als würde ich Steine mit mir rumschleppen. Wir müssen auf jeden Fall zu einem Bahnhof zwischendurch, damit ich Sachen verkaufen kann. Wobei, das kann ich auch... Das kann ich alles gleich machen. Das ist alles kein Problem. Oh, hi. Ihr Leute. Oh, ich liebe die 10 mm. Was ist denn los mit den Leuten hier? Deswegen habe ich auch so viel Munition für diese Waffe unbedingt gefarmt, weil die einfach so stark ist momentan in meinen Händen. Guckt's euch an! Die schmelzen dahin! Oh, Gefahr, ich wurde entdeckt. Na, jedenfalls ist hier ein Büchlein. Von der lieben Aufseherin. Ein Büchlein, sag ich schon. Ein, ihr wisst schon, Aufnahmeding ins Kirchens. Was man damals halt so gemacht hat. Was gebe ich mir überhaupt Mühe? Komm. Und ich habe selbstverständlich auch Fusionskerne ohne Ende gesammelt, ne? Also denkt nicht, ich war hier faul. Ich habe mir wirklich viel, viel Mühe gegeben, uns viel, viel Zeit zu ersparen. Ach, da bist du. 22, ey. Ich treffe dich nicht mal. Der ist so unbedeutend, dass er nicht mehr Schaden bekommen hat. Meine Waffe dachte sich, nö. Er ist nicht würdig, dass ich ihn töte. Und dann ist er umgefallen, weil er mich gesehen hat. So, Bed and Breakfast. Hier soll irgendwo von der Aufseherin noch ein Hans-Dieter sein. Kommentarterminal. Ist die Aufseherin hier mit drin? Oh, oh. Was haben wir denn hier? Unverschlossen. Toll. So. Wo sollte es gewesen sein? Ich suche das richtig. Wollte gerade sagen, ich gucke mal in die Kommentare, aber ich suche das jetzt richtig. Wir machen das wie richtige Männer. Stundenlang durch die Gegend laufen und nichts finden. Aber es muss eigentlich sehr offensichtlich sein. Aufseher Lockbrun. Irgendwo im Gebirge. Mauer. Kein Mensch. Kein Mensch. Keine Stimpaks mehr. Witzig, wenn man darüber nachdenkt. Worten, Taten folgen lassen. Hier spricht die Aufseherin. Ende der Aufnahme.
Die wird ja nicht tot sein, oder? Na gut. Oh, das ist ein Event. Und Altaziel ist hier. Seltsamer Name. Wir gehen. So. Hey, ich muss sagen, die letzte Aufnahme im Überlebensmodus fand ich gar nicht mal so schlimm, ne? Also es ging. Es ging tatsächlich. Klar, wir könnten noch die Bahnhöfe finden. Was ist denn hier los? Dann hätten wir es noch ein bisschen einfacher. Ach, die laufen den Verbrannten hinterher. Habe ich Granaten? Nimm dies! Wow. Ach Gott, und da hinten muss ich hin zur Brandbestie. Aber ich lasse euch mal, ne? Ich glaube nicht, dass da ein legendärer von euch dabei ist. Wow, weißt du was, hier kommt. Ich bin zu weit weg. Ich finde es lustig, dass Gulo und Verbrannte sich bekämpfen. Das macht es irgendwie stimmiger. Aber hier wollen wir ja nicht hin. Wir wollen da hinten zum Event. Ich werde übrigens auch wahrscheinlich nur in dieser Folge im normalen Modus spielen. Ich wollte euch halt ganz in Ruhe was zeigen. Und natürlich auch wieder hierher zurückkehren, weil der Weg hierher im Überlebensmodus wäre ein bisschen assig. Alter, was geht denn hier ab? For Defiance! Deswegen kam mir das nur gelegen, in diesem Modus die Folge zu beginnen. Ich glaube, das sind Raketenwerfer oder Raketengeschütze. Du betrittst ein Eventgebiet. Gegen die Schallmauer. Ich weiß nicht mal, wo man hier reinkommt. Verteidige den Schallgenerator, wehre die erste Welle ab. Huch. Man hört ja sogar was. Ich bin erstmal schön gegen die Wand gelaufen. Guck mal. Überall. Bruderschaftsleute. Schlüssel erforderlich habe ich nicht. Na gut, dann kommen wir. Wir holen mal den Hammer raus und dann. It's Hammer Time. Komm her. Was für eine coole Mütze der hatte. Hallo. Oh, was hast du denn für eine Powerrüstung? Was ist die Baggerrüstung? Mit einem Mod drauf oder so, ne? Bei dem Skin. Wie cool sieht die denn aus? Bleib doch mal stehen! Bleiben Sie stehen, Sie sind verhaftet. Kommt, Peter, Rot hier und rein. Sensoren empfangen große Welle vorrückender Feinde. Ich will auch. So Leute, kommt mal her. Eigentlich könnte ich mich auch wohin hocken, ne? Hä? Er ist verschwunden. Ach da. Hoffentlich bekomme ich was richtig Feines dafür. Also ich stelle mich jetzt hier hin. Mit meiner 10 mm. So. Übertreib's halt. Alter, wie süß. Also fette Power-Rüstung und dann so eine kleine mickrige Waffe. Das ist ein Skelett auf. Okay. Und richtig versputzt. Das ist cool gemacht.
Alter, okay, gut. Das macht mehr Sinn, sie kaputt zu schlagen. Was für eine Apokalypse. So, ich dachte schon, wir müssen jetzt 24 Minuten verteidigen. Wehre die zweite Welle ab. Alles klar. Ich bin hier, um zu helfen und die Erfahrung einzusacken. Vorkriegsgeld. Wieso haben die nur Geld dabei? Ja gut, die müssten eigentlich schon längst geplündert sein, ne? Ja. Ja, gibt Sinn, dass die nur Geld dabei. Ist Geld noch was wert? Ach, Mädel. Oh, ich bin halb tot. Ja, ich tue auch was für meine Erfahrung. Und ich muss sagen, ich vermisse so ein bisschen den Erfahrungsboost, den ich in der Woche hatte. Das war nicht so schön. Alter, ich erkenne gar nichts bei diesem Rennen, ganz rumgeschossen. 334 Erfahrung, nice. Ich hole mir auf jeden Fall den Loot. So. Nichts Großartiges, schade eigentlich. Alter. Oh, jetzt sind wir zu zweit. Dritt. Ich weiß, das kam spät. Code X-Ray Zebra 99. Da kommt eine große, eine wirklich große Welle an. Mach dich bereit. Oh, JD, bist du's? Ich glaube, das ist JD. Oh Gott, ich habe den Namen vergessen. Wie kann ich den Namen dieser Serie vergessen? Ich habe sie jetzt einfach zu lange nicht mehr geguckt. Ja, aus dem Krankenhaus von Sacred Heart. Wie hieß die Serie nochmal? Ah, ihr wisst, was ich meine. Ich habe es aber gerade nicht mehr im Kopf. Ich muss die einfach mal wieder gucken, dann weiß ich auch, wie die Serie heißt. Ich habe die Serie damals geliebt. Eine meiner Lieblingsserien. Macht richtig komische Geräusche hier. Wäre die letzte Welle ab. Okay, ist die letzte Welle. Passt auch vom Timing ganz gut. Können wir hier beim nächsten Mal schon im Überlebensmodus starten. Ah. Alles klar. Gebt mir eure Erfahrung. Haben die Aluhüte auf? Oder was ist das für Mützen? Verbrannte Eroberer. Okay, dieses Geschütz einfach nur durchdreht. Und der Typ da oben auf jeden Fall auch. Das muss eine richtig krasse Waffe sein, die er da hat. Davon bin ich noch ein bisschen weit entfernt. Aber das kriegen wir auch noch hin. Sowas kriegen wir auch noch hin, Freunde. Ich habe was gehört. Guck mal, da ist einer zu grün verbrannten Anführer. Grün geworden. Ich will gar nicht wissen, wie viele Legendäre hier die ganze Zeit gerade waren. Oh! Wo kommt das denn jetzt her? Ach, da ist einer auf Charisma wahrscheinlich gegangen. Und teilt seine Fähigkeiten. Weißt du, ich, kleiner Noob, hier lauf durch die Gegend und helf die Großen. So fühle ich mich gerade. So fühle ich mich gerade.
Wieso leuchtet er nicht? Ach so, weil er der Sender ist. Alles klar. Er teilt mir nicht die Fähigkeit, er findet mich. Gegen die Schallmauer abgeschlossen. Super Stimpack, automatisch 2 Fusionskerne, ist gut, ja. Ich meine, ist nicht so, als könnte ich sie mir selber herstellen, aber ist okay. Ist okay. Ja gut, Freunde, und in der nächsten Folge würde ich sagen, gehen wir einfach mal hier rein und gucken, was Fort Defiance so zu bieten hat. Haut rein, euer Zero, tschüss.